Gegner heute im Kreis Christopher Hörl. Allerdings der startet für Moldawien. Wie zufrieden, Christopher, sind Sie denn mit der heutigen Leistung im Rennen? Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden, denn ich habe beim ersten Training einen schweren Sturz gehabt. Habe gestern die Diagnose gekriegt, dass ich eine schwere Schuhrandprellung habe auf beide Seiten. Und wollte aber unbedingt fahren und habe gestern das Training ausgelassen und bin heute mit einem 13. Platz momentan richtig, richtig zufrieden und happy, dass ich wieder gesund im Ziel bin. Und ja. Wie sehr behindert die Schuhrandprellung hier besonders auf dieser schlagigen Strecke einen Läufer? Ja, es ist von ganz oben bis ganz oben heiß. Es schlägt bei jeder Kurve und du spürst bei jedem Schwung einen Stich, aber da muss man einfach mit dem Kopf drüber gehen und durchbeißen, auf die Zehen beißen, wenn man so schön sagt. Sie haben durch den Nationenwechsel eine zweijährige Sperre gehabt, tasten sich jetzt seit der vergangenen Saison wieder langsam heran. Wie weit sind Sie jetzt? Also ich habe letztes Jahr meine erste Saison gehabt, habe mich mit punktelos jetzt an die Top 100 herangetastet und möchte jetzt Schritt für Schritt dann Richtung Top 30 von der Welt arbeiten. Gefühlsmäßig, wie lange kann sowas dauern, wenn man gesund bleibt, wieder mal in diese Sphären vorzustoßen? War unterschiedlich. Im Weltcup braucht man sehr viel Erfahrung. Man muss einfach bei jeder Strecke mehrmals runterfahren und dann wird man, ja, dann wird man schneller. Und man kann es nicht sagen, es kann ganz schnell gehen, es kann aber ewig dauern. Aber wenn man dranbleibt und an sich arbeitet, dann ist alles möglich. Sind Sie ein Einzelkämpfer oder haben Sie auch ein schon attraktives Team an Ihrer Seite? Nein, wir sind ein Zwei-Mann-Team und wir machen alles selber. Und für das ist die Leistung, glaube ich, ganz ansprechend. Danke vielmals und alles Gute für die weiteren Rennen. Danke. Für dich. So, Blick auf das Endklassement hier bei der Europacup-Abfahrt in Kitzbühel. Daniel Dankelmeier gewinnt mit Start Nummer 1, wird seiner Favoritenrolle gerecht vor Nils Mani und Lars Rösti, den beiden Schweizern. Vierter Christoph Brandner und auf Rang 10 Execo Manuel Treininger als zweitbester Österreicher. Wir haben dann Sebastian Arzt an der 15. Stelle. Ich darf dazu sagen, Daniel Dankelmeier hat mit diesem Sieg auch die Führung im Abfahrzeug Europacup übernommen, das ist auch fein. Hat in Summe die Leistungen sehr, sehr ansprechend. Bist unglaublich. Zufrieden. Sehr zufrieden darunter, weil es ist wirklich extrem schwierig zum Fahren. Und ja, ein Hörl hat es da vorher noch angesprochen. Gratulation mit einer Schuhanprellung da runterfahren. Respekt und vor allem noch so schnell. Dankmeier, super Rennen gefahren.